So, wenn eure Mütze oder was auch immer ihr strickt, so aussieht, die Fische gut zu erkennen sind, also so aussieht halt, dann herzlichen Glückwunsch. Dann habt ihr das genauso toll hinbekommen wie ich. Und jetzt geht es ja darum, dass wir hier zur Mütze die Maschen abketten. Ich gebe zu, ich habe mich da auf YouTube hier schlau gemacht und ja. Wir fangen mal in 10er Schritten an abzunehmen. 1, 2, immer noch 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Na, 8. 9, 9 und 10. So, nach der 10 nehmen wir eine ab. Das heißt, in unserem Fall nehmen wir hier diese beiden, ja, diese vier Maschen hier, die wir jetzt hier haben, die müssen wir ja zusammen abnehmen, weil das ist ja, ja, eigentlich ist es, ich weiß nicht, ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen verstrickt oder so. Also jetzt momentan nehmen wir dann diese drei Maschen zusammen ab, ja, weil ich mich hier irgendwie ein bisschen verstrickt habe. Also nehmen wir jetzt, ne, diese drei halt eben ab, heißt, ich stricke zwei rechts zusammen. Hab damit eine Abnahme gemacht. Und jetzt, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Jetzt nehmen wir hier, wir tauschen jetzt die Maschen, ja? Damit wir dann gleich mal richtig herum da sind. Diese vier hier, die nehmen wir jetzt ganz vorsichtig runter von der Nadel. Passt auf, dass euch da keine Flöten geht jetzt. Das ist ein bisschen schwierig, aber es muss sein. So, hoppla. Und jetzt tauschen wir einfach die linke, holen wir uns zurück auf die Nadel und die zweite linke zurück. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier die beiden rechten uns wiederholen. Da haben wir sie. Und zurück auf die linke Nadel. Und somit können wir dann wunderbar diese beiden Maschen mit dem gleichen farbigen Faden abnehmen. Und jetzt müssen wir links verschränkt abnehmen. Heißt, wir gehen von hinten in die linke Masche, holen uns den Faden, den roten dazu und ziehen das dann nach hinten durch. Ich versuche es nochmal zu zeigen. Also, durch beide Maschen. Auch das ist ein bisschen frickelig. Durch den Faden geholt, alles festgehalten. Durch die Maschen nach hinten durchziehen und hoffentlich jetzt alles mitbekommen. Es ist geglückt. Wunderbar. Und somit haben wir jetzt
Eine Abnahme gemacht, damit wir jetzt hier weiter können. Eins. Noch nicht, aber zwei Abnahmen gemacht, ne? Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Sieben, acht, acht, neun, neun. Für alle, die jetzt die 10. Masche direkt abnehmen wollen, zeige ich das jetzt auch noch, denn die müssen dann nur 9 Maschen stricken. Und das gleiche Moment. So. Und jetzt machen wir das gleiche wie eben auch. Diese 4 Maschen runter von der Nadel. Haltet euch das mit dem Daumen hier fest. Es muss sein, Leute. Es geht nicht anders. So. Jetzt nehmt ihr euch die beiden linken Maschen wieder auf die Nadel und die beiden rechten natürlich auch. Klack, klack. Übung macht den Meister. Jetzt erstmal hier zwei rechts zusammengestrickt. Da sind sie weg. Und jetzt wieder Faden nach vorne, von hinten in die beiden Maschen rein. Den Faden euch geholt und durch die beiden Maschen alles Mögliche festhalten, natürlich wieder nach hinten durch und runter von der Nadel. Alles ist super. Und so nimmt man dann jetzt die Maschen halt eben ab, damit es eine Mütze wird. Ich wusste das auch nicht. Ich habe mich da meiner Kollegin schlau gemacht. So, eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun. 9. Und das gleiche. 4 Maschen runter von der Nadel. 1, 2, 3, 4. Zack. 2 rechts zusammenstricken. Und Faden, beide Fäden vor die Nadel. Von hinten in die linken Maschen eingestochen, den roten Faden geholt, mit dem Daumennagel festhalten und dann nach hinten durch. Ist nicht geglückt, seht ihr? Ich kann das auch. Das ist nicht glückt. Nochmal. Wir geben da ja nicht auf. So. Jetzt ist es
Ja, also ich ziehe den roten Faden direkt hier durch die Maschen, durch die zwei Maschen durch und habe jetzt somit ja wieder zwei Maschen abgenommen. Und dann geht das so weiter. Wieder 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 und die 9. Und das gleiche Spielchen wie gehabt. Vier Maschen runter von der Nadel. Natürlich hier alles festhalten, ne? Das ist ein bisschen schwierig, gebe ich zu, aber nützt nichts. Na, jetzt ist aber hier auch kritisch. So, zack. Bin auch immer froh, wenn ich die Maschen wieder auf der Nadel habe. Gebe ich ganz ehrlich zu. So. Rechts und beide Fäden vor die Nadel, von hinten. Ja, eingestochen, den roten Faden euch geholt und den Faden mit allem, was wir haben, hinten, ja, nach hinten durch, durch die Maschen ziehen. Also hier, ja. Durch die Maschen nach hinten durch. Voilà. Ihr habt die nächste Masche abgenommen. So, und das macht ihr dann jetzt in jeder Reihe. Quatsch, Runde wird abgenommen. Bei der nächsten Runde macht ihr nur noch, strickt ihr nur noch 8 Doppelmaschen und nehmt dann die 9. auf diese Weise hier ab. Dann in der nächsten Runde, also alle nach jeder 8. Masche, ne? Jede 9. Dann, wie wir es jetzt auch gemacht haben, nach jeder 8. Masche nehmt ihr eine Masche ab. Also diese 4, was ich euch gerade gezeigt habe, diese 4 Maschen da. Erst runter von der Nadel und dann einfach nur die Maschen tauschen. Links zu links, rechts zu rechts. Und dann in der nächsten Runde macht ihr das nach jeder 7. Masche. Diese 4 Maschen da, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Und das macht ihr dann ja, nach jeder 7., nach jeder 6., nach jeder 5., nach jeder 4. So lange, bis die Mütze so abgenommen wurde, dass ihr nur noch wenige Maschen habt, die ihr dann auf einmal zusammenziehen könnt. Das werde ich euch aber dann in einem separaten Video zeigen. Weil das hier wird jetzt dauern, bis ich das fertig habe. Da kann ich die Pausentaste nicht einfach betätigen. Das wird hier dauern. So, dann werde ich euch das auch nochmal zeigen, wie das geht, dass man die Mütze oben, ja, ab zusammen, die ganzen Maschen zusammen abnimmt und dann letztendlich nur noch eine Masche auf der Nadel hat und die dann einfach nur noch sichert. Den Faden abschneiden und gut ist es. Also, bis dann.